In der letzten Folge von LEGO City Undercover. Nachdem wir zu Duke Huckleberry in den Wald versetzt wurden, haben wir den ehrenhaften Auftrag bekommen, die Schweine vom Bauernhof wieder einzufangen. Um das zu bewerkstelligen, mussten wir uns erstmal eine neue Verkleidung besorgen, und zwar Chase McCain als Farmer. Damit konnten wir nun endlich einige weitere Secrets lösen und dadurch ganz viel auf dem Gelände des Bauernhofs einsammeln. Danach kümmerten wir uns um die Schweine, die wir einfangen sollen. Eines fehlt uns noch, und das müssen wir uns jetzt besorgen, und das ist anscheinend oben bei der Burg. Warte mal, ich sehe hier doch was, weil hier ist ja ein Bahnhof, ne? Hier ist ja ein Bahnhof, den man aber erst bauen muss. Ja, der kostet 40.000 und die hätten wir. Und ich glaube, dass wir diese 40.000 jetzt auch investieren. Das ist ein ziemlich fetter Superbau. Aber der ist es, glaube ich, wert. Ja, damit haben wir einen weiteren fetten Bahnhof, der nicht nur einfach so aktiviert wird durch Zusammenbauen von so einer kleinen Station, sondern den haben wir wirklich selbst gebaut. Das ist doch eigentlich ganz nett. So. Perfekt. Jetzt haben wir hier einen kleinen wunderbaren Zwischenstopp für den Zug beim Bauernhof. Und was ist hier? Warte mal. Okay, nix. Halt, stopp. Da habe ich was gesehen. Jawohl. Eine Verkleidungskabine bei der einen Tankstelle, wo wir ganz am Anfang des Spiels waren. Erkundung, Freunde, Erkundung. Ah, Erkundung macht einfach so viel Spaß in dem Game. Das muss man halt einfach sagen. 11 von 17 Verkleidungskabinen haben wir schon. Und ich sehe hier noch was. Da lässt sich doch was ausrauben, habe ich gehört. So, let's go. Zack, 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 zack. Box das Ding kaputt. Geilo. Haben wir auch schon 4 von 18 Geldautomaten zerstört. Und jetzt holen wir uns hier noch Dynamit. Dynamit kann man nie genug haben. Sei doch leise, WhatsApp. So. Alles klar. Ah, hierfür können wir das Dynamit gebrauchen. Ich sehe schon, hier ist eine Höhle mit speziellen Steinen, die man nur sprengen kann. Okay, dann schauen wir mal. Wow, der Explosionsradius ist groß. Dann schauen wir mal rein in diese Höhle, was es hier so zu finden gibt. Sieht mir ja sehr interesting aus hier. Alles klar. Erstmal alles hier zerstören. Hier gibt es doch bestimmt auch wertvolle Felsbrocken. Oder auch ein Datenscan-Upgrade für Marken. Okay. Warte mal, können wir jetzt Polizeimarken in den Spezialmissionen sehen? Das wäre ja geil. Das wäre ja super geil. Okay. Schauen wir mal. Hier gibt es auf jeden Fall noch einiges zum Sprengen. Und ich weiß schon, wo das hinführt. Ganz genau hierhin. Hahaha, gecheased. So, Bergarbeiter. Immer schön die Fähigkeiten wechseln. Wo führt denn das hin? Irgendwo runter zum Strand, schätze ich mal. Ja. Wer ruft an? Hallo? Hi, Frank. Ich bin bei der Burg. Ja, ja, ich weiß. Ich habe das letzte Schwein gefunden. Was? Wirklich jetzt? Als ob der wirklich das letzte Schwein gefunden hat. Bei der Burg? Wie kommt denn das Schwein dahin? Ist mal ernsthaft. Was haben wir denn da? Da ist irgendwas gesperrt. Das sieht ja sehr interessant aus. Schade. Aber ich würde eigentlich gerne nochmal zurück in die Höhle gehen. Weil da ist bestimmt noch irgendwas. Schauen wir nochmal zurück in die Höhle. Da vorne sehe ich schon wertvollen Felsbrocken. Also hat es sich noch gelohnt, zurückzukommen. Und da vorne, dieses Ding für den Weltraumfahrer können wir deshalb gerade nicht benutzen, weil wir gerade in einer Mission drin sind. Das ist wahrscheinlich so eine Alien-Verfolgung, und die können wir wahrscheinlich nicht machen, wenn wir gerade irgendeine Mission haben. Und ich weiß auch, warum Frank angerufen hat. Das liegt ganz einfach da dran. Was? Okay. Das liegt ganz einfach daran, dass über uns die Burg ist, wo wir hin müssen. Ja, guck mal einer an. Ich habe da gerade an der Rückseite was gesehen hier von der Tankstelle. Als ich gerade zurückgelaufen bin, um ein bisschen Dynamit zu holen. Hier kann man hochklettern. Was bringt mir das? Ein Superstein? Ah, das ist tatsächlich was mit dem Gärtner. Das können wir ja eh erst seit jetzt gerade machen, ne?
Wieder die geile Bauern... Nee, nicht Bauernmusik. Die geile Tankstellenmusik ist das. Oh Gott. Ich bin so blöd. Aber ich habe es trotzdem noch geschafft, wie es aussieht. Was gibt's denn hier oben? Gibt's hier oben irgendwas Wichtiges? Ja. Irgendwas von der NASA. Hallo? Geheime Botschaft? Bezirke erobert 1 von 20. Wir haben einen Bezirk erobert. Hey! Okay. What the hell? Oh, guck mal, da beim Bahnhof, wo wir gerade noch waren. Hier oben gibt es anscheinend so ein paar Häuser, bei denen man auch irgendwas machen kann. Unter anderem einbrechen. Ja, ich verwechsel immer wieder die Fähigkeiten. Ich hasse es. Dann brechen wir mal ein. Das können wir so gut. Alter, was sind wir für Polizisten jetzt mal ernsthaft? Was sind wir für verdammte Polizisten? Das ist ja... Aua! Jetzt habe ich einen elektrischen Schock gekriegt, weil ich zu früh gedrückt habe, oder was? Ich glaube, ich spinne. Okay. Das war einfach nur ein Superstein, okay. Hier brauchen wir noch was für. Okay, schade. Da vorne können wir aber was machen. Pass mal auf. Da oben sieht es mir nach einem Parcours aus. Diesen Parcours werden wir auch gleich absolvieren. Nachdem wir hier einen Charakter freischalten. Und zwar Dogi Dangaris. Oder irgendwie so in der Art. So, die Sonnenblume ist gepflanzt. Oh, ich sehe da hinten diesen Superbau. Moin. Den habe ich bisher noch nicht gesehen. wie konnte ich denn den bisher übersehen? Naja, okay, ich bin da auch nicht wirklich in die Richtung, ne? Okay. Hello. Bitte einmal rüberfliegen. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. So kommt man zu der Rex Fury Statue. Ja, das ist ja ein Ding. Zum Glück haben wir gerade Dynamit dabei. Das ist ja ein Ding. Alter, dieser Bauer, der hat's drauf. Nice. Leck mich am Arsch. Okay. Finde ich super. Ich mag das. Alter, was man hier alles entdecken kann, ist halt wirklich komplett crazy. Ich weiß, vielleicht ist es fürs Zuschauen nicht ganz so spannend, weil man in der Story halt nicht vorankommt. Aber ich versuche halt wirklich so viel, wie es geht, ja, zu sammeln. Und was mir halt schon möglich ist zu sammeln, das versuche ich auch gleich zu sammeln. Nicht erst alles dann, nachdem die Story abgeschlossen ist. Weil nachdem die Story abgeschlossen ist, ist ja auch ein bisschen langweilig, ne? Ist ja auch so. Wenn die Story dann vorbei ist, ist ja ein bisschen langweilig. Da erstreckt man das Let's Play dann ja eigentlich mehr oder weniger. Nur noch mehr. Ja. So ist meine Meinung. Und was haben wir hier für einen Superbau? Ein Holzfäller-Blockhaus für 30.000. Shit. Gar nicht gut. Und was... Können wir damit was machen? Oh, ein Herz. Okay, und jetzt sind wir hier auf dem letzten Haus. Holen uns noch ganz fix diesen Charakter hier. Farmarbeiter Bill. Und dann sprengen wir noch den Höhlenausgang. Höhlenausgang, Sprengung. Wunderbar. Sehr geil. Damit können wir jetzt friedlich zur Burg gehen. Ich sehe hier gerade auf dem Weg zur Burg noch was. Sorry, Guys, aber das muss sein. So, irgendein Parcours, den ich ja auch noch absolvieren kann. Okay. Ist das auch wieder so eine Sache, 10 von 100.000 Dingern da absolviert oder... Nein! Oh! Ganz was anderes. Ein 10.000er Stein. Ich würde sagen, wir nehmen mal kurz die Abkürzung und jumpen hier rüber. So. Alter Falter, das war close. Hallo Frank, wie geht's dir? Wie wären wir hier eigentlich hochgekommen? Was wäre der offizielle Weg gewesen? Okay, hier irgendwie hochfahren. Und da unten ist irgendwas, da muss ich später noch hin. Okay. Bevor wir zu Frank gehen, erkunden. Ja, bevor wir zu Frank gehen und die Story weitermachen, erkunden. Denn hier sieht es mir danach aus, als würde hier irgendwas Geheimes geben. Ja? Das sieht mir sehr verdächtig danach aus. Und zwar ein schöner Superstein. Zwar nur ein kleiner Tausender, aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.
Hallo! Ich habe irgendwo da oben ein Grunzen gehört. Okay. Also entweder ist eins der Schweine auf die Burg geklettert, oder du hast Störungen. Komische Lache. Oh mein Gott, nein. Sei vorsichtig, wenn du da hochkletterst. Und ja. Du auf was Weichem, wenn du fällst. Ja. Frank, ich ziel dann auf deinen Kopf. Schon komisch, wie weich der ist. Mein Arzt sagt, ich soll immer einen Helm tragen. Mhm. Ja, der Arzt, der versteht seine Arbeit. Irgendwie hört es sich so an, als würde jemand schnarchen. Warum hört es sich so an, als würde jemand schnarchen? Keine Ahnung, warum sich das so anhört. Aber wir werden es, denke ich mal, gleich herausfinden. Du hattest recht, Frank. Hier oben schläft ein Schwein. Wie kriege ich dich jetzt wieder runter? Ein Schwein. Oh, wir müssen Apfel und Banane finden, okay. Ein Schwein, das schnarcht wie ein Mensch. Okay. Ich hinterfrag gar nichts mehr. Ich hinterfrag einfach gar nichts mehr. So. Schön die Wand hochklettern. Ja. Hallo. Schön die Wand hochklettern, habe ich gesagt. Hier oben findet sich doch bestimmt die Banane und der Apfel. Das, was wir hier suchen. Das dürfte sich hier bestimmt finden. Alles klar. Ab mit dir nach oben, Chasey. Warum müssen wir jetzt irgendwo hingleiten? Bestimmt müssen wir gar nirgends hingleiten, aber ich mach's trotzdem mal. Da drüben gibt's auf jeden Fall irgendwas zum Gießen. Ah, doch. Da ist was zum Zurückteleportieren. Vielleicht müssen wir da doch hin. Vielleicht finden wir da eins von beiden. Lassen wir einen Apfelbaum spontan wachsen, oder? Bin ich auf jeden Fall für. Spontan einen Apfelbaum wachsen lassen kann man mal machen. Nee, das wird ein Bananenbaum. Ich glaube zwar nicht, dass das Klima in Lego City dafür da ist, dass man, naja, Bananen anpflanzt, aber das hat ja auch keiner gefragt, ne? Alles klar. Und hier sehe ich auch noch was. Ja, da habe ich aber ein Secret gefunden, Friends. 10.000. Da haben wir ja bald schon wieder unser Zeug, was wir verloren haben. Also verloren haben, in Anführungszeichen. Ist da die letzte? Nein. No way. Ist da wirklich die letzte Schubkarre? Nee, oder? Nee, oder? LOL. Da ist die letzte Schubkarre. Ja, epic shit. Haben wir es ja doch noch gefunden. Okay. Da, friss Banane. Und jetzt brauchen wir noch einen Apfel, der wahrscheinlich da rechts ist, wo man einbrechen kann. Alles klar. Dann machen wir das mal. Ha, es ist immer so ein tolles Erfolgserlebnis, wenn man irgendwas, so ein Sammelobjekt, was aus mehreren Teilen besteht, wenn man das so fertig bekommt. Das ist einfach so ein Erfolgserlebnis. Ohne Scheiß. So, Chase, dann gießt du mal. Wird das ein Apfelbaum? Ja, das wird ein Apfelbaum. Schön. Schön, schön. Das sind zwar komische Äpfel, aber na gut. Hallo, Schwein. So. Und jetzt bringen wir dich zur Schweinchenkanone. Du fettes Schwein. Reinstopfen da. Na, das hüpft mir sogar von sich aus hier schön auf meine Schulter. Okay, nettes Schwein. Dann, das, haben wir das Huhn gerade als Schraubenschlüssel verwendet? Naja, bitte. Kein Thema. Wer ist da? Ha! Wie hast du Frank, das geschafft? Ja, fragwürdig, ne? Kanone gefeuert. Und als nächstes können Schweine fliegen. Moment mal! Ja. Okay. Ach, das ist ein Parcours? Ich weiß schon, was wir machen werden. Ich mache kurz den Parcours gleich. Oh, Kapitel 10. Zurück am Fall. Nice. Schon in Kapitel 10. Hey, JC. Interesse an einem Job?
Klar doch. Solange ich dabei keine Tiere reiten muss, da muss ich die... Oh, warte. Nein. Täuschen. Es ist Teil der Sache. Echt? Um was geht's denn? Ein Bekannter möchte, dass der riesige Roboter T-Rex aus dem Museum geklaut wird. Ein Tyrannosaurus. Rex. Wer, will das bitte? Ein Privatkäufer. Vertrau mir. Du bist wissen, wer es ist. Er wird langsam zu einer... Nun, wie auch immer. Sag einfach Bescheid, wenn du aus dem Museum raus bist. Alles klar, Vinny. Yo, alles klar, Vinny. Geh zum Museum, ist unsere nächste Aufgabe. Aber davor kümmern wir uns erstmal um diesen Parcours. Hi, Ellie, na, wie geht's dir? Oh, wir haben Ellie da unten gesoftlockt. Die schaut jetzt die ganze Zeit während dem ganzen Parcours so rein. Oh mein Gott. Alter Shit. Wir haben Ellie eiskalt gesoftlockt. Sorry, Ellie. Hab nicht damit gerechnet, dass noch ein Anruf reinkommt. Tut mir leid. Okay. Wo müssen wir hin? Bestimmt da nach oben, ne? Bestimmt da nach oben. Da, wo ich oben den 10.000er Stein gefunden habe. Was wetten wir? Oder ist da oben schon Ende? Könnte auch da oben schon Ende im Gelände sein, ne? Ja, sonst würden sie ja die Position des 10.000er Steins verraten. Ja, stimmt. Nee, hier ist Ende. Ja, gibt Sinn, ja. Yeah! Parcours! 3 von 19. Hi, Vinny, du schon wieder? Jetzt chillt Vinny da. Wir haben den Vampir freigeschalten. Warum chillt jetzt Vinny da unten? Muss ich nicht verstehen. Okay, gehen wir wieder zur Farm. Oder? Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ein Witz. Ach, zur Polizeistation, ja. Okay, Ellie, was hast du zu sagen? Ich glaube, ich habe eine Spur im Fury-Fall. Im Bluebell Nationalpark? Nein. Vinny hat mich wegen eines Jobs im Museum angerufen. Ja. Ich soll einen Roboter-T-Rex klauen. Okay. Regel ich die Sache schon. Danke. Und sag dem Chief besser noch nichts, okay? Sicher. Alter, jetzt ist er auch noch. Na, perfekt. Hi. Hast du nicht zufällig meine Schweine gesehen? Die ich zusammengetrieben habe? Ah, ja. Hab mich einmal umgedreht und zack, waren sie alle weg. Sind wohl schon in Lego City. Wenn Alter. Du Ausschau nach ihnen halten würdest, wäre das sehr nett. Besteht auch keine Eile. Okay, Mr. Hayes. Wunderbar. Wenn du eins findest, steck es einfach in die nächste Schweinekanone, damit es hierher gefeuert wird. Okay. Alles klar. Okay, dann zurück zur Farm. Da müssen wir uns noch den Charakter-Dings. Na, dann holen wir uns mal diesen Charakter-Token hier. Den keltischen Krieger. Alles klar. Und hier haben wir, wie es aussieht, ein Rennen. Dann fahren wir mal dieses Rennen mit dem Traktor. Ja, das sieht doch ganz interessant aus. Damn. Okay, ab durchs Feld hier, oder was? Ja, sieht tatsächlich so aus. Ab durchs Feld. Okay, wunderbar. Alles klar. Das ist ja funny. Woo! Okay. Das ist ja ein halbes Offroad-Rennen. Und jetzt runter zum Strand, oder was? Yo. Alter, was geht denn hier ab? Und da habe ich gerade was gesehen. An der Seite von der Brücke kann man hochklettern. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Rüber hier ganz fix. Jawohl. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Traktor beschleunige, ja gut, ne? Sonst bringe ich dich um. Traktoren haben es gerne so an sich, dass sie nicht gut beschleunigen. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah ja. Fahren wir jetzt zur Burg hoch. Das könnte sein, ne? Zur Burg könnte tatsächlich sein. Da hätte ich aber auch gar nichts dagegen. Oder auch nicht. Warte mal, was? Ich bin falsch. Ich bin falsch. Ist jetzt sie? Nee. Einmal mit dem Traktor hier durch, die Tankstelle durch. Oh, alles klar. Boah, yo, Alter, was ist denn das für ein Rennen? Crankes Rennen, Junge. Okay, ja doch, hoch zur Burg. Alles klar, und hier müssen wir noch schnell runter dann.
Schön, dass mich das Rennen hierher geführt hat. Sonst hätte ich das vergessen, dass ich da noch hin wollte. So. Alles klar. Einmal kurz hier umdrehen. Uiuiuiuiuiui. Und zurück zum Bauernhof, Freunde. Das war aber ein cooles Rennen. Das war ein sehr cooles Rennen. Vor allem die Musik immer dazu. Chillig, chillig. Okay, da sehe ich schon das Ziel. Einmal hier durch, alle überfahren. Woo! Nice. So, und dann gehen wir zu dem einen Gebäude, das ich gerade vorher gesagt habe. Was ist mit meinen Haaren los, Junge? Okay, wen haben wir bekommen? Ah, wir haben jetzt den Armadillo als Fahrzeug bekommen. Nice. Geilo. Gefällt mir. Warum genau kann ich hier was abhören am Bauernhof? Feine Sache, das Jeff. Da, nee, das ist mir egal. Okay, auch nichts Wichtiges. Ah, was ist das denn? Okay, Morty. Und uns ist sicher niemand gefolgt? Nein, die haben ihre Augen überall. Gute Antwort, Morty. Alles andere hätte dich zu einem von ihnen gemacht. Ich hab mal etwas rumspioniert. Und ich glaube, ihre Basis ist beim Sägewerk. Und wir machen da jetzt Kleinholz draus? Ja, dann geben die Aliens sicher auf. Was? Die hellsten sind das nicht. Ich passe besser auf, dass die nichts anrichten. Ja, lol. Ha! Wir wollen eh zum Sägewerk. Ja, wunderbar. Das Zeitlimit ist wieder mal sehr großzügig. Mal schauen, machen die eh nichts? Oh doch, die machen was. Alles klar, die zerstören hier alles. Alles klar. Na dann, fangen wir sie mal. Hallo, Guys. Ich will fighten. Ja, ich bin ein Alien, genau. Hast du gut erkannt. Ja, hast du gut erkannt, mein Freund. Ah, leck mich. Was denn? Deine Gardinen noch? Alles klar. Werde ich jetzt auch gesagt. So. Achso? Das glaube ich nicht, dass man sich später sieht. Opfer. Easy gefangen. Sehr geil. Gangs verhaftet. 1 von 16. Alter, es gibt so viel, was man machen kann in dem Game. Das ist so normal. Es ist so normal. Hallo, Ellie? Bist du schon im Museum, Chief? Nein. Wenn der Chief meinen Onkel anruft, fliegt die Sache womöglich auf. Ja, ja, ja. Kein guter Lügner. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wir gehen gleich zum Museum. Aber ich will hier noch schnell beim Sägewerk alles abchecken, ob es hier noch was gibt für mich. Da sieht's doch interessant aus. Warte. Hier kann man hochklettern. Was auch immer hier oben ist. Ein Superstein. Na, wer hätte das denn gedacht? Hier kann man was gießen. Hallo. Dann gießt du mal dein Ding. Hier haben wir was für einen Elektriker, aber der Elektriker, der ist leider noch nicht am Start. Das dauert wohl noch ein bisschen. Ist, glaube ich, die letzte Fähigkeit, wenn ich den Charakterbildschirm richtig in Erinnerung habe. Warte. Ja, gelb ist das letzte. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Okay, wunderbar. Hier oben ist ein Charakter. Und zwar Farmarbeiter Bob. Wie viele verschiedene Farmarbeiter gibt es denn, Alter? So, einmal hier aufbrechen. Sehr schön. Und natürlich ein Dynamit auf Reserve mitnehmen. Das ist immer gut. So, und dann, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal beim Museum wieder, oder? Hätte ich jetzt mal behauptet. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao.